Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Mario Kart Tour. Mein Name ist InderFox. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen heute weiter mit dem Peach Cup. Nachdem wir den Katzen Peach Cup hatten. Und ja, zwei Parts noch. Überholspur Singapur machen wir. Und da nehmen wir, würde ich sagen, Ritter Luigi. Und zwar einfach nur, dann wird wir den auch ein bisschen hochleveln können. Was ja wichtig ist, dass wir nach und nach alle Sachen schön hochgelevelt haben. Gucken wir mal. 1156 Startpunkten. Wie weit wir kommen. 3 Cups. Ja, weil der erste halt der. So, sehr schön. Ja, okay, es ist in Ordnung. Ein bisschen mehr Punkte werden geiler, aber hey. Sehr schön, dann gehen wir noch gerade in der letzten Sekunde auf den ersten Platz und gehen mit 8528 Punkten, starten wir heute in den Park rein. Ist doch eine schöne Sache. War sogar ein neuer Rekord um fast 3000 Punkte, okay. New York Speedway, diesmal mit Diddy Kong, weil das der einzige ist, den wir dafür haben, aber das ist ja auch nicht schlimm. Let's go, let's go. Da freuen wir uns doch alle. Und Papa Donkey Kong ist auch sogar dabei. Papa Donkey Kong macht mit. Da auf 171 Startpunkte. Sieht gut aus. Und ja, damit sind wir bei 9951 Punkten. Auch das zweite Rennen lief wirklich gut. Ich hoffe nur, dass ich genug Stumblegeist-Parts habe, sonst muss ich wirklich welche machen. Das ist so. Bei Stumblegeist hat sich ja wohl scheinbar was verändert. Ich habe diesen Monat leider echt noch kein Stumblegeist gespielt. Ich bin nicht dazu gekommen. So, in dem Fall nehmen wir als nächstes, würde ich sagen, Birdo mit ihrem Ei. Und jetzt können wir uns entscheiden, was wir wollen. Und ich würde sagen, wir nehmen die Hupe, weil die tatsächlich, also aus meiner Sicht, ganz viel Sinn macht. Und dann müssen wir ein bisschen da irgendwie.
Ganze sehr gut aus. Mein Gott, die andere Bürde geht mir auf den Sack hier. Was soll das denn? Geh mal weg, Schwester. Gut aus. Jawohl, 11.774 Punkte. Auch das dritte Rennen lief super. Also es war okay. Das sind gute Zahlen bisher. Außerdem gab es alle Punkte Upgrades, also alle Ausrüstungsstücke. Versus Mega Donkey Kong. Nehmen wir Pauline, die gute. Ich hoffe, dass wir die Bonusmission schaffen. Was für eine Ironie, dass wir ausgerechnet Pauline nehmen im Kampf gegen Mega Donkey Kong. Also dafür, dass Pauline damals ja von Donkey Kong richtig gefangen wurde, ist sie gut darin, vorhin wegzulaufen. Ab in den nächsten Cup, Leute. Und zwar Feuer-Rosalina Cup. Und da fangen wir mit Schnuffel mal wieder an. Yay! Let's go! Und zwar die Waluigi Arena schon wieder. Und da haben wir so eine Feuer-Rosalina. Let's go! Und wenn ihr keine weiteren Folgen von Mario Kart Tour verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Favorisiert, liked und kommentiert, aktiviert die Glocke und bleibt auf dem aktuellsten Stand. So, hoffen wir, dass wir hier wirklich gut was machen, was reißen können. Ja, okay, 3.700. Ja, 6.000 Punkte haben wir schon mal.
So, ich denke, wir haben es jetzt gut, Alex, den Verfolger gut abgeschüttelt. Jawohl! Und damit liegen wir bei 10.788 Punkten. Läuft! Läuft! Neuer Rekord sogar. Um knapp 1000 Punkte. Überholspur Singapur. Und dann nehmen wir wieder mal Katzen, Rosalina. Miau. Ich liebe es. Ach du Scheiße. Nur ein einfacher Serienboni. Haben wir denn da was auf Level 4? Ja, safe haben wir was auf Level 4 da sogar. Dann wollen wir mal mehr Panzer. Let's go. Ja, das ist, ja, okay. Hätte nicht gedacht, dass ich dafür gar nichts habe. Nicht mal zwei, ja. Das ist... 1726 Punkte, aber dafür haben wir halt Katzen-Rosalina. Ne? Die wird uns den Tag retten. Aber erstmal gehen wir erstmal auf den 8. Platz, ne? Ich meine, wir wollen uns ja entspannen. Ja gut, ne? Da fährt bestimmt jemand drüber. Sieht bisher gut aus, sieht in Ordnung aus. So, 9.694 Punkte, sehr schöne Sache, schöne Sache, schöne Sache. Oh, wieder ein neuer Rekord. Sehr schön. Feuer Rosalina Cup Rom Rambazamba mit Kitsun Luigi. Und los geht's. Freuen wir uns drauf. Danach haben wir noch ein paar vor uns und dann sind wir auch durch. Mein Gott. Dann habe ich es aber auch mal wieder geschafft. Auf den letzten Drücker. Hoffentlich kriege ich das jetzt alles mal hochgeladen. Ich muss halt Stumblegeist dazwischen aufnehmen irgendwie, weil sonst wird das halt nicht. Ja, 6. Platz läuft. 8.395, trotz der guten Serie gab es leider nicht.
halt nicht mal 9000 Punkte. Okay. Ja, trotzdem gereicht. Gut. Und nochmal Zeit fahren. Dann haben wir noch einen Cup vor uns und dann sind wir auch schon durch mit dem Part. Ich muss halt mal übrigens lernen, mal hier die Abgrenzen abkürzen, würde ich mal alle lernen. Okay, ich hab die eine. Da war eine, die habe ich gesehen, aber... Das müssen wir mal versuchen, da durchzufahren. Ob das möglich ist, aber okay. Hier ist einer. So. Geschafft. So. Ein Cup noch. Dann haben wir den Part auch schon wieder fertig. Und zwar im Birdo Cup. Da können wir jetzt die Birdos benutzen, theoretisch. Aber wir nutzen den Eisbruder. So, wunderbar. Wir haben zweimal Peach drin. Und zwei Goldfahrer haben wir auch drin. Außerdem mehrere Goldcards. Naja, gut. Machen wir weiter. Wir fahren ganz entspannt jetzt hier durch. Alter, jetzt hört doch mal auf, mich abzuschießen, alle. Egal, hol ich mir trotzdem noch. Oder auch nicht, mein Gott, dann auch nicht. Egal, wir haben trotzdem. Ach, so 8.945, wieder keine 9.000, ey. Mann. So. Romrambazamba. Mit Diddy Kong mal wieder. Let's go. Los geht's. Yeah.
Nein! Okay, komme ich als Dritter rein. Liegen wir bei 11.333 Punkten. Das ist in Ordnung. Man hätte aber auch besser laufen können. New York Speedway. Okay, und da haben wir jetzt dann, denke ich, die Qual der Wahl. Wir nehmen einfach nochmal Pauline. Weil Pauline natürlich die 7 hat. Das ist Paulines großer Auftritt momentan. Außerdem können sie noch ein bisschen leveln. Sie können noch was vertragen. Und mit 1144 Startpunkten kann man ja auch nicht meckern. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Vor allem dafür, dass man halt eine 7 bekommt. Und damit. Oder auch direkt 3. Das ist natürlich auch eine Sache. Also ne, dann damit macht die Punkte halt wieder alle. Wieder ein Wirrwarr-Chaos. Und es ist eine Non-Stop-Serie! Woo! Nice! Weiter geht's. Bonus-Mission. Kleinen Knochendruckmeister. Mit Pauline! Schon wieder! Ich mag, oh nee, und auch noch auf der Waluigi Arena, einem, die mag ich hier so überhaupt nicht. Aber versuchen wir es, wir versuchen es trotzdem. Guck mal, ich treffe nicht mal mit dem großen Treffer was. Guck mal, hier kann man so perfekt da durchfahren. Und das ist auch eine Kunstkugel, was ich hier so mache. Ja, 20, das sollte reichen. Ah, trotzdem merkt man, dass ich es nicht mag. Ich mag es nicht. Mann.
So, drei Cups stehen uns noch bevor. Nice, die Goldmission haben wir alle abgeschlossen heute, jetzt schon. Das ist. So, dann haben wir jetzt noch drei Cups, die im nächsten Part dran sind. Aber jetzt holen wir uns eben noch die. Ja, die ganzen Geschenke. Und eine Röhre wieder. Let's go! Hallo Baby Mario, schön, dass du da bist. Und noch eine Röhre. Das Ei auf Level 4, juhu! So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.